Liebe Abgeordnete des Europäischen Parlaments, ich bitte Sie, bei der anstehenden Abstimmung zur Fluggastdatenspeicherung mit Nein zu votieren. Die Speicherung von Fluggastdaten beruht genau auf demselben Prinzip wie die Vorratsdatenspeicherung von Kommunikationsdaten, welche bereits im Europäischen Gerichtshof als grundrechtswidrig eingestuft worden ist. Persönlich stört mich dabei vor allem das Bild, was vermittelt wird. Jeder Fluggast wird zum potenziellen Kriminellen. Das liegt daran, dass die Speicherung sowohl anlasslos als auch verdachtsunabhängig erfolgt. Darüber hinaus bezweifle ich, dass man eine Effizienzsteigerung in der Verfolgung von Kriminellen erreicht, indem man den Haufen an Daten einfach nur vergrößert. Daher, liebe Abgeordnete des Europäischen Parlaments, bitte ich Sie, bei der Abstimmung mit Nein zu votieren.